Willkommen zurück zu einem weiteren Part von Let's Play Crash Bandicoot 3 Warped. Im letzten Part haben wir hier die zweite Welt abgeschlossen. Wir haben dort den Boss Dingodile fertig gemacht und sind nun jetzt auf direktem Wege in die dritte Welt, welche das alte Kaiserreich in China darstellen soll. Wir haben also bisher bereits das Mittelalter überwunden und den Orient. Nun sind wir, wie gesagt, hier im Mittelalter, im chinesischen Kaiserreich und müssen dort schauen, dass wir auf jeden Fall dort auch alles lösen. Aber wir kommen so schnell voran, ich hätte das nicht erwartet, dass das echt so schnell geht. Aber gut, ich möchte mich auch nicht beschweren. Wir werden jetzt auf jeden Fall schauen, dass wir hier die ersten Level machen, aber wie ich ja schon bereits betont hatte, es wird natürlich nach und nach schwieriger, wie das in jeglichen Crash Bandicoot-Teilen immer so gewesen ist. Aber lasst euch selbst davon überzeugen. Hier, das ist der Endboss dieser Welt. Er nennt sich... Na, wobei, den Namen verrate ich noch nicht. Hier können wir auch zwei Edelsteine holen, wovon wir aber erstmal nur einen wahrscheinlich dann holen können. Und das Level heißt Dinomite. Und auch das ist wieder so eine Art Lava-Level. Mit Dino-Hintergrund. Genau, und diesen Kollegen, den kennt ihr ja auch aus dem Intro. Na, haben wir alten Beutelratten das nicht weit gebracht? Ich bin Dr. Nefarious Tropy, Herrscher der Zeit und Erfinder eben jener Zeitmaschine, die ihr hier vor euch seht. Uka und Dr. Cortex schicken mich, um diese Charade zu beenden. Mit den Kristallen kommt ihr hier nicht raus, nur über meine Leiche. Okay, ich nehme dich beim Wort auf jeden Fall. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, er ist derjenige, der die Zeitmaschine gebaut hatte, wodurch Cortex und Uka Uka in die Zeit zurückreisen konnten. Der gute Nefarious Tropy, und den werden wir natürlich bei Gelegenheit dann auch erledigen. Wir haben, dadurch, dass wir Dingodile besiegt hatten, auch eine neue Fähigkeit errungen. Wir können jetzt nämlich den Doppelsprung machen. Das heißt, wir können am höchsten Punkt, wenn wir einmal gesprungen haben, zweimal springen sozusagen und können dadurch dann Orte erreichen, die wir zuvor nur anders erreichen konnten. Okay, der Fisch, der sieht ein bisschen strange aus und verfolgt uns. Und ja, in diesem Level kommt auch eine kleine Neuheit dazu. Und zwar bekommen wir hier auch dann gleich die Möglichkeit, einen tierischen Helfer sozusagen mitzunehmen. Ich weiß, tierischer Helfer ist eigentlich eine Begrifflichkeit, die man bei Donkey Kong Country immer verwendet hatte. Aber man darf ja nicht leugnen oder man kann ja auch sagen, dass es ja auch hier welche gibt. So, wie zum Beispiel der Tiger. Und da haben wir wieder den Vogel, der uns von oben attackieren wird, aber das lassen wir natürlich nicht zu. Hier sieht man natürlich auch, dass wir hier auch einen farbigen Edelstein bräuchten, nämlich den gelben, damit wir hier dann quasi alles hätten holen können. Aber ihr werdet sehen, wie gesagt, das ist ja immer mein Ziel sozusagen, ich werde trotzdem immer alles holen, egal ob wir wirklich am Ende den Edelstein haben oder nicht, damit ihr aber auch mal eine Referenz sieht, was denn gefehlt hätte. So, hier ist der süße kleine Dino, der gleichzeitig unser tierischer Helfer ist in diesem Level, und dieser kann im Grunde nicht so viel, der kann halt sehr hoch springen und das war's schon, aber man darf natürlich auch nicht vergessen, wir haben gerade ein Baby-Dino sozusagen aus dem Ei rausgeholt, deswegen ist auch klar, eigentlich ist das unglaublich, dass so ein Vieh überhaupt schon so schnell so hoch springen kann. Die Nitro-Kisten lasse ich natürlich nach wie vor in Ruhe. Ja, da wollen wir auf jeden Fall jetzt mal schauen, ob wir wirklich immer noch so gut durchkommen. Ich meine, ein paar Fails sind immer drin. Das war ja auch zuvor schon der Fall. Und ich habe das ja auch schon angekündigt, dass das passieren könnte. Der tierische Helfer könnte, by the way, auch sterben. An diesem Punkt hier wird er uns natürlich dann auch genommen. Das kennt man auch vom Raketenfisch zum Beispiel oder Torpedofisch. Auf jeden Fall ist es, wie gesagt, so, dass hier der Dino sozusagen uns gute Dienste leisten kann, aber als Baby kann man meistens natürlich noch nicht so viel, dass der allein schon so hoch springen kann, ist schon extrem genug. So, jetzt sind wir aber auch schon fast bei der Hälfte angelangt. Man muss immer ganz genau schauen, dass man wirklich alles Mögliche mitnimmt, was es so gibt. Aber das ist ja klar, das ist ja das Hauptziel dieses Games, dass man wirklich alles mitnimmt. Man sieht auch da anhand dessen, was ich jetzt hier aufgemacht hatte, 112 Kisten gibt es hier.
Das ist natürlich eine ganze Menge. Allein hier kriegen wir 25. Das heißt also, wir werden dann auf jeden Fall gleich noch ordentlich ackern müssen. Aber das sind ja meistens auch so Level, da kann man eigentlich nie Kisten verfehlen, wirklich. Weil die alle, mehr oder minder alle auf dem Weg sind. Dementsprechend also gar keine Sorgen machen. So, hier wird auch angezeigt, dass wir hier die Stampfattacke einsetzen müssen. So. Genau, wir können es so machen und wir können so diese Kiste hier zerstören. Also, wie ihr seht, absolut gar kein Problem. Und ihr seht es schon, was jetzt quasi unter uns lauert. Wir dürfen wieder rennen. Aber auch das wird gleich natürlich nicht ohne. Man sieht, jetzt kommen auch noch schon hier unten solche kleinen Wellen sozusagen. Und dazu noch die Vulkane etc. Hier muss man wirklich gute Reflexe haben. Ja, ich lass die mal von dem Triceratops zerstören. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah! Das ist, weil ich hängen blieb. Ah, damn. Bleiben natürlich auch nicht gespeichert, ist ja klar. Habe ich ja auch schon erzählt gehabt. Man muss halt wirklich immer alle mitnehmen und dann den nächsten Checkpoint aktivieren, damit die dann auch gespeichert bleiben. Es ist so dumm eigentlich von mir, wenn ich so überlege, weil viele dieser Kisten müssen wir gar nicht zerstören, weil der Triceratops die automatisch schon für uns zerstört. Und das war jetzt wieder auch... Ich habe schon wieder zweimal denselben Fehler gemacht. Can't believe it. Ich gehe ja viel zu sehr auf die Bumperfrüchte. So, jetzt lasse ich erstmal hier die ganzen Kisten mal in Ruhe. Da werde ich mich jetzt nicht drum kümmern. So, da sieht man auch schon, wenn wir uns nicht darum kümmern, dann ist der Triceratops... Okay. Dann ist der auf jeden Fall deutlich weiter weg von uns. Dann haben wir definitiv mehr Zeit. Lustigerweise ist es so, dass diese ganzen Sachen hier, also Verfolgungslevel etc., die sind ja in jedem Crash Bandicoot drinne. Die wurden auch später bei anderen Entwicklern mit reingenommen. In verschiedensten Levelformen. Oh Gott. Schnell weiter. Oh mein Gott. Ja, man hat gesehen, 30 Kisten hätten uns gefehlt. 30 Stück. Tja, da könnt ihr euch sicherlich denken, wo die dann hätten sein müssen, ne? Deswegen, also wenn wir diese ganzen Level hier schaffen, dann war es das noch längst nicht. So, erstes Level fertig. Folgt direkt das nächste. Hier haben wir das Level Deep Trouble und hier hätten wir die Möglichkeit, den roten Edelstein zu holen. Man wird auch gleich sehen, wie das funktionieren wird. Soweit ich das noch im Kopf habe... Moment. So, jedenfalls der farbige Edelstein, den werden wir auf jeden Fall dann gleich holen. Den können wir hier nämlich safe schon holen. Ich bin mir nicht mehr 100% sicher. Ich meine, dass das sogar in diesem Level so war, dass man zwar beide Edelsteine hätte holen könnte, bei 83 Stück, aber dass man dann dafür zurückgehen muss. Aber ihr werdet es auf jeden Fall gleich noch sehen. So. Dann auf jeden Fall ab dafür. Nee, so meinte ich das nicht. Warum? Warum? Ich wollte nicht gefressen werden. Ah, die Fails, die werden von Welt zu Welt, wird das mehr auf jeden Fall. Ich finde es halt immer ziemlich krass, wenn ich immer wieder betone, dass ich diese Spiele eigentlich beherrsche, aber wie ich das auch immer wieder sage, es ist einfach dieser Vorführeffekt. Dann, wenn man zeigen will, dann klappt es meistens nie.
Ihr werdet das sicherlich auch wissen. By the way, diese Haie etc. habe ich ja, glaube ich, auch mal gezeigt, aber die könnten wir auch rein theoretisch mit einer Drehattacke besiegen. Machen wir auch in dem Fall, weil der wäre uns wieder gefährlich nahe gekommen. So, hier muss man besonders aufpassen, diese Drehstrudel. Die sind nämlich besonders nervig. Man darf nämlich nicht davon erwischt werden, denn sobald man nämlich erwischt wird davon, wird man eingesaugt. Also wirklich komplett eingesaugt. Oh, da muss man jetzt... Nein! Oh mein Gott! Die bewegen sich aber auch ganz... Ach. Ich muss mal gucken, wie ich... Die Teile sind nervig. Sind sehr nervig. Oh! Das gibt's doch nicht. Also wie gesagt, dieses Level ist schon deutlich schwerer. Allein diese Drehstrudel hier. So, ja, so hätte ich es machen müssen. Ich hätte nicht so lange warten dürfen. Dann kommt man da auch definitiv besser durch. So, genau. Da kommen jetzt noch diese Puff-Puff-Fische. Puff-Puff-Lul. Was ein Name. Puff-Puff-Fische. Oh mein Gott, was mache ich da? Let me see. So, es sollte auch nicht mehr so lange dauern. Damit wir gleich dann beim farbigen Edelstein angelangt sind. Also wie gesagt, das ist mit eins der schwierigsten Levels so mit diesen Strudelsachen. So, man kann nämlich jetzt hier erkennen, es gibt zwei Wege. Oder man sieht es nicht direkt, aber wir können nach oben, wir können aber auch nach rechts. Beziehungsweise jetzt noch nicht ganz. Aber da kommen wir noch zu. Muss man sich auf jeden Fall merken. Wie ihr euch sicherlich denken könnt, müssen wir jetzt auf jeden Fall voranschreiten mit dem Level und dann später zurückkehren. Das ist eine Kunst auf jeden Fall, die sich nicht ganz so einfach bewerkstelligen lässt. Denn es ist in dem Spiel auf jeden Fall einfacher, vorwärts zu gehen, als zurückzugehen. Echt noch super viel. Noch super viel, was wir... Gott, fast hätten wir... Wären wir getroffen worden. Von Haifischhaut. So, auch hier natürlich... Ja, hat man jetzt gesehen, unser Propeller. Ja, ich muss mich umbringen. Weil hier ist es zum Beispiel so, wir haben keine Nitro-Star-Kiste sozusagen, womit wir alle Nitro-Kisten zerstören können. Deswegen könnt ihr euch schon denken, wir müssen hier definitiv alle diese Kisten so separat mit dem Raketenfisch, Torpedofisch zerstören. Ja, es sind keine Raketen, ich weiß, es sind eher Torpedos. Aber da, ich bin mir gerade nicht sicher. Ich will es eigentlich noch ungern ausprobieren, aber es wirkte gerade schon so, als wenn ich mit diesem Fisch doch da durchgehen könnte. Durch diese Felder. So, schnell durch. Hier. Nein, nein, nein. So. Genau. Man erkennt es hier dran. Ganz am Ende sind noch diese Flächen da gewesen. Ja, wir können tatsächlich durch, ohne getroffen zu werden. Ja, gut. Oder auch nicht. Was zum Teufel? Ach, dann war das echt nur ab einem bestimmten Punkt. Ja, gut. So. Wie bereits gesagt, dort wäre dann das Ende gewesen. Jetzt haben wir hier alle Kisten sozusagen geholt, müssen jetzt aber auf dem Wege wieder zurückkehren. Denn nur so kommen wir quasi zum farbigen Edelstein. Aber ihr könnt euch auch denken, das Problem ist jetzt, sobald wir sterben sollten, müssen wir quasi nochmal zurück und das Ganze nochmal machen. Ich bewege mich gerade nur ein bisschen langsamer. So, schnell weg. So, also wie gesagt, also das ist so eins der farbigen Edelsteine, die auch mit am
leichtesten zu holen sind, sag ich mal. Weil man hier eben die Möglichkeit hat, direkt zu erkennen, okay, da könnte am Ende was sein. So, hier muss man vorsichtig natürlich sein. Denn man wird langsam runtergezogen. Wenn man ganz hier unten ist, stirbt man zum Glück nicht. Aber ihr seht es auf jeden Fall. Die Stelle hier ist absolut nicht ohne. Aus so vielen Gründen. So, hier müssen wir gleich auch perfekt durch. Okay, hat funktioniert. Okay, wunderbar. Auch schwierige Stelle. Nur kurz einmal Drehattacke, sonst bringt das nicht mehr viel. Und dann noch die letzten 9 Kisten. Da oben ist nichts, wie man erkennen kann. So, das, die Stelle, die ist zum Beispiel eins dieser schwierigen Stellen. Tatsächlich haben wir doch hier alle, seht ihr? So, den Edelstein haben wir und den farbigen Edelstein. Perfekt. Damit haben wir hier tatsächlich alles geholt. Und das, was ich meinte mit, dass wir doch nicht beide holen können, sondern das separat machen müssten. Ihr habt auf jeden Fall gemerkt, mein Gedankengang war gar nicht so falsch. Aber man musste wirklich beide Wege nehmen, um beide Edelsteine sozusagen zu holen. So. Wunderbar auf jeden Fall. Dann haben wir auf jeden Fall da schon einen großen Teilerfolg auf jeden Fall erzielt. Ich würde dann sagen, das war's dann an der Stelle für diesen Part. Im nächsten Part schauen wir dann, dass wir hier mit High Time weitermachen. Auch da haben wir einen farbigen Edelstein. Allerdings müssen wir schauen, ob wir den beim ersten Mal holen können. Ich werde aber im nächsten Part mehr dazu sagen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid, wenn wir dann hier das Level High Time starten. Und dann mal schauen, ob wir da schon den nächsten Edelstein holen können. Wir werden auf jeden Fall sehen. Wir haben noch weitere Level, aber ich möchte jetzt noch nicht alle zeigen. Genau. In diesem Sinne, haut rein, Leute. Bis dann und tschüss.